Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen angekündigten Projekt. Ja, Dark Souls ist mal wieder da quasi, aber diesmal in der guten Akku-Mod. Ja, ich habe mich nicht unbedingt einfach getan, um die hier Mod zu installieren, aber es hat letztendlich geklappt. Ich hoffe, es funktioniert alles ganz gut. Ich habe da einige Kommentare gelesen, dass es in Playtown irgendwie Probleme gibt. Naja, wir starten jetzt ein neues Spiel. So. Männlich. Gabe. Dann nehmen wir wohl, warte mal, den Generalschlüssel ist, glaube ich, am coolsten. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir halt normal. Was die Klasse angeht, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Ihr habt ja gesagt, Pyromanten wollt ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Das hat ja der gute Slev gemacht. Sieht alles kacke aus. Was weiß ich hier? Keine Ahnung. Ja, es hat der gute Slev gemacht, aber ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach so ein... Ich muss mal gucken, was es so gibt. Ich nehme jetzt den hier. Das sieht man doch sowieso nicht. Ist mir doch kacke egal. So. Ja, es gibt ja den Kleriker. Den habt ihr ja noch nie gesehen, irgendwie. Für wirkt Heilwunder. Ja. Ich bin da jetzt nicht so ganz krass irgendwie. Ich kann das nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe noch nie mit einer... Ja, Fernkampf-Klasse gespielt irgendwie. Aber naja, gut. Ich weiß es nicht. Pyrum, was macht denn der? Ja, komm. Nehmen wir es einfach mal und ihr seid glücklich und ich muss mir quasi so den Arsch abwipen, sozusagen. So, wir... Ja, geh mal hier hin. Danke, ich will annehmen. Ach so, der Name fehlt. Natürlich. Charaktername eingeben. So, ich bin mal kurz weg. Wir nennen ihn Kalix. So. Weil die Tastatur ist ja unten. Ich spiele sie auf dem PC. Es geht ja leider Gottes nicht anders. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Enter drücken. Ja, ja. So, wir fangen an. Mit diesem guten Charakter. Und ich bin gespannt. Das Intro schauen wir uns nicht nochmal an. Ja. Psst. Ich muss mal Dingens leiser machen. Den Fernseher. Ich habe nämlich keine Kopfhörer auf. Da war ich gerade irgendwie zu faul für. So, ein bisschen leiser gemacht. So, das können wir auch überspulen hier. Alles klar, den Kerkerschlüssel. Und mal gucken. Heilung habe ich drin. Ich bin gespannt. Sollte ja theoretisch jetzt schon anfangen. Ich guck einfach mal. So, der mag noch nicht mit mir sprechen irgendwie. So, tschüss. So, und da ist der gute Asylum Demon. Beziehungsweise nicht Asylum, sondern, oh, wie heißt denn der? Ey, fragt mich was Einfaches. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht. So, den machen wir auch mal platt. Mal gucken, ob das jetzt schon mit einspielt. Also, dass man das jetzt so krass merkt, dass es hier die Akro-Mod ist. Ich bin gespannt. Die Viecher dürften sich ja eigentlich noch nicht so großartig wehren. Also hier. Aber jeweils weiter vorne müsste das eigentlich ein bisschen krasser werden. Die sind nämlich, glaube ich, schon dann von Anfang an aggro gewesen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe es jetzt nun mal gerade bei dem Level 10 Charakter ausprobiert, den ich damals in dem Special gemacht habe. Wie lange ich überlebe und so. Da habe ich es mal ausprobiert und da hat es geklappt. Da war ich ja... Wo bin ich denn da gewesen? Kurz vorm Taurus-Dämon ungefähr. Da habe ich es ausprobiert. So, Zauberei einstimmen haben wir jetzt nicht so unbedingt. So, jetzt durch die gute Tür hier. Und da kommt dann gleich der Asylum Demon. Den ich direkt mal... Nein, nicht umnutzen werden. Nee, das werde ich jetzt hier auf jeden Fall nicht machen. So. Zack, hier durch. Da sind wir weg. Alles klar. Das nächste Leuchtfeuer. Und da müssten wir jetzt eigentlich gleich sehen, ob das hier klappt. Ja, genau. Der schießt nämlich schon. Und da haben wir hier die neuen Waffen. So, Ost-West-Schild, okay. Es sind auch andere Schilde. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Es sind auch andere Schilde. Ah, nee, das war das Falsche jetzt hier. Wenn man mit einer anderen Klasse anfängt. Auch interessant zu wissen. Wusste ich vorher eigentlich nicht. So, es ist wieder ungewohnt, mit dem Dingens-Controller zu spielen. Mit dem Xbox-Controller. So, kommst du mal her?
Na, dann halt nicht. Dann hole ich mir den Streitkolben. Ruste den aus. So. Und ab jetzt. Vielleicht geht das auch noch nicht hier. Ich weiß es gar nicht. Warum ist denn die Tür weiß? Werde ich jetzt schon invasiert oder was? Oder was ist hier los? Ach so, durch den Nebel schreiten. Ach, der Nebel ist hier ein bisschen dicker. Ja, das bin ich nicht mehr gewohnt. Oh, da kommt gleich der erste. Klasse. Und hier sind nicht mal viele Mobs, ja. Das ist... Ich bin echt gespannt. So. Muss hier verdammt nochmal richtig aufpassen. Okay. Da wartet schon der Asylum Demon auf mich. Der hat schon richtig Bock auf mich, wie es scheint. So, hier hoch, ne? Und weg. Ah, das war nicht so ganz clever. Dann haben wir uns, holen wir uns hier die Flask ab. Beziehungsweise die Estus Flask. Ja. Theoretisch könnte man den jetzt direkt töten. Habe ich, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß gar nicht, was man da kriegt. Irgendwas kriegt man da. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Der greift uns ja sowieso irgendwann an. Also wenn wir wieder zurückkommen, greift er uns, glaube ich. Wir machen es einfach mal. Ach, da ist er schon tot. Okay, das war ja... Ich dachte, ich hatte den ein bisschen stärker in Erinnerung irgendwie. Okay, dann hier runter. Und dann müssten wir uns eigentlich schon direkt... Oder nee, das ist der Shortcut hier. Wir müssten ja irgendwo nach oben, ne? Hier lang müssten wir, genau. Das ist alles schon wieder so ewig her. So, da sind wir jetzt durch. Und da müssten jetzt auch schon die nächsten Mobs kommen. Ich muss ja echt aufpassen jetzt. Wer weiß, wo die überall lauern. Okay, hier sind gar keine. Oh, 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 oh. Warum sind die hier nicht? Die sind wahrscheinlich schon irgendwie wo lang gegangen. Okay, der hat mich jetzt erwischt. Den meucheln wir einfach mal. So, ja, ich bin hundskrass. Okay, ja, ihr merkt, der Asylum Demon, der wütet jetzt schon. Okay, dann machen wir das eben mal so hier. Dann rüste ich das aus und wie ging das? Wie ging denn das jetzt? Das ist die Frage. So hier, ne? Genau. Dann heile ich mich nämlich mal. Das ist schon ein bisschen praktisch. So ein Heilungszauber, das ist nicht so ganz verkehrt. Okay. Ja, geil. Er steht direkt unter mir und... Hopp. Und das war total gefailed. Scheiße. Ach Gott. Ach, da unten sind die Mobs. Ach, scheiße. So, ganz vorsichtig hier. Direkt verkackt irgendwie schon. Durch diesen Sprung, den ich quasi verhauen habe. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Viecher noch down krieg. Okay, ah, die nehmen sogar Schaden. Von ihm. So, trinken wir mal was. Es geht halt vor allem... Ah, Gott. Es ist alles so ein bisschen anderes Gefühl, wenn man vorher Demon's Souls spielt oder nebenbei mittlerweile Demon's Souls spielt. Das ist dann ein komplett anderes Gefühl. So, komm. Stirb einfach, Mann. Du Vieh. So, paar krasse Moves hier. Ach Gott. So, der eine da hinten lebt auch noch. Der Bogenmann. Die einfach mal runtergeknallt. Der mich auch die ganze Zeit unterbricht hier. Wahnsinn. Mann. Stirb einfach. Es kann echt ein Spaß werden, wenn das jetzt hier quasi schon... Wenn die hier beim Boss jetzt sind... Ja, die können scheinbar auch durch Nebelwände gehen. Das ist schon mal... Ja. Gut zu wissen. Aber ja, das wird ein Spaß, glaube ich. Wenn die durch Nebelwände gehen können. Ach komm, ey. Stirb einfach. Pariere jetzt nicht ganz so krass. Das könnte echt besser gehen. So, hopp. Und dann machen wir den letzten, glaube ich, jetzt. Na? So, ach gut, jetzt noch einen.
Ja, ich bin schon ein bisschen besser geworden. Also man merkt es immer wieder, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, die Sachen jetzt nacheinander nochmal spielt, dann merkt man schon, dass man irgendwie besser geworden ist. Ja, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. So. Dann gucken wir mal weiter. Ja, schöne 2000 Seelen können wir schön aufleveln. Ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich mache. Ob ich jetzt auf Fernkampf gehe oder nicht. Also ist so, am Anfang kann ich sowieso noch nicht ganz darauf auslegen. Sprich, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich jetzt auf Fernkampf gehen soll. Oder ob ich wenigstens mit, weiß ich nicht, so Agi, also beziehungsweise Dexterity-Waffen spielen kann. Ob ihr mir das quasi erlaubt oder ob ihr das sehen wollt. Ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Oder ich weiß halt nicht, was die für Zauber haben, so später die Kleriker, wie die das machen. So, müsste nicht irgendwie noch ein Item hier liegen? Hier unten oder so? Ich weiß nämlich noch Sachen. Oder kommt das erst später? Ah, ne, hier ist doch eins. Seele. Okay. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren, wie ihr da Bock drauf habt. Ob ihr dann einen Fernkampf haben wollt oder einfach, dass ich die Zauber kann und dann trotzdem auf Dexterity-Waffen gehe. Ja, könnt ihr einfach reinschreiben. Würde mich interessieren, weil, beziehungsweise interessiert mich, weil auch das ganze Zeug hier ja, Einfluss auf den Spielverlauf nimmt. So, jetzt sind wir in Lodran angekommen, ne? Aufsteigen. Ja, mache ich dann mal noch nicht, ne? Also Level 2 bin ich jetzt, krass. Okay. Zauberei-Slots habe ich einen. Und dann quatschen wir mal mit dem hier. Weiß gar nicht, ob man das machen muss. So. Okay, haben wir das abgefertigt hier. So, da ist noch ein Item, das habe ich fast vergessen. Menschlichkeit. Ich spiele auch online, sprich, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt online spielen kann jetzt. Ich bin online quasi, also wenn ich... Ist der böse? Hello there. I am... Warum läuft der... Der läuft mir jetzt hinterher, oder was? Weil ich ihn noch angreifen kann. Ich hab's letzte Mal den getötet, ne? Wisst ihr es noch? Da kamen seine Freunde zurück und wollten mir aufs Maul hauen. Ja, genau so. So, da holen wir da hinten jetzt die Brandbomben. Vielleicht könnte man die auch ganz gut gebrauchen. So, oh, in Traum, wie ich das jetzt... Das ist ein totaler Unterschied. Schaut euch mal den ersten Part von Dark Souls an, den ich damals gemacht habe, wo ich hier angefangen habe. Und vergleicht den mal mit diesem Part. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz. Da sind noch weitere Freunde. Oh, wow, wow, wow. Jetzt geht's schon richtig los hier. So, die machen wir alle kaputt. Nacheinander. Und der Typ, der... Ja, hängt mir am Sack. Wie nichts anderes. Oh, wow, wow. Da ist der Feuertyp da gleich dahinter. Scheiße. So, vielleicht hilft er mir ja. Aber ich glaub's nicht. Der greift mich ja, ich würde schon sagen, der greift mich eher an, wenn ich ihn dann irgendwann fertig mache. Okay. Oh Mann. Da hinten ist auch noch ein Item. Ja, ich freue mich. Nee, aber es ist ganz vorteilhaft, dass ich hier das Ding schon mal durchgespielt habe, weil sonst wäre es, glaube ich, echt ein Krampf. Es wird, glaube ich, so ein Krampf, das Ding hier durchzuspielen, weil mit Akromod ist das schon, glaube ich, eine ganz, ganz andere Nummer. Das wird krass, glaube ich, ja. 2000 Seelen. Das ist die Frage. Ich müsste die eigentlich ausgeben, weil... Oh, die Ratte kommt. Die Ratte kommt. Weg, geh weg, du Ratte. Ich bin vergiftet. Scheiße. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Ach, kotzen hier. Ihr seid gestorben. Das erste Mal. Ja, ich denke mal, so ein Dingens, so ein Todeszähler werde ich jetzt nicht mit einbauen. Ja, ich weiß nicht. Braucht man jetzt nicht unbedingt, oder? Keine Ahnung. Ist ja an sich nur mehr Arbeit für mich. Und weiß nicht, ob das überhaupt jemanden interessiert. Ah, jetzt sind die ja wieder da. Ja. Stimmt, ja. So, wir müssen jetzt eh gleich Feierabend machen. Aber erstmal mache ich hier den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Wir machen den Weg frei. Ja. Das bin ich quasi nicht. Okay, geh mal weg. Stirb bitte einfach mal.
Stirb für mich. Danke. So, da hinten ist auch noch ein Item. Aber erstmal holen wir, also die holen wir später irgendwie mal. So, das ist der Feuertyp. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo meine Seele ist. Ja, die Waffe geht ja eigentlich auch ganz gut ab mittlerweile. Also was heißt mittlerweile? Ja, ich habe es ja nicht mal geupgradet oder so. Sie geht ganz gut ab, so. Jetzt nur nicht vergiften lassen. Okay. Ich habe einfach nur nicht gut getroffen beim letzten Mal irgendwie. Okay, 3000 Seelen. Und wir machen uns auf zum quasi Taurus-Dämon. Und das gibt es dann in der nächsten Folge. Ich glaube, die Undead-Burg wird auch nochmal ein starkes Stückchen quasi. Ja, vielmehr nächste Woche, wollte ich gerade sagen. Morgen dann bei Dark Souls Part 2 in der Akromod. Ich freue mich. Ich bin jetzt schon leicht aggressiv. Macht's gut.